bin adoptiert eigentlich und ich war das Erste. Und ich bin aber schon mit 3 Wochen in diese Familie gekommen, deshalb ist das für mich ganz normal. Also. Ich habe mit jedem Kind sehr viel gelernt. Man lernt Geduld, Liebe, also man kommt vom Egoismus weg. My life is bad. Gambling and all sorts of things, I think, more vices I had. Then sold the hotel one by one. I had 3 hotels. With that money, I run the orphanage here. So this is the old orphanage. This is where the volunteers are doing the services here. Kasi po maraming nag-aalaga sa akin. Pinapasaya, pinapakain, inaalagaan, tinuturuan. Meine Eltern haben mich nicht geboren und die lieben mich, ohne dass sie diese Verpflichtung haben, mich zu lieben. Ich glaube, das stärkt ein Kind unbewusst ganz stark, dass es sich geliebt fühlt ohne diese Notwendigkeit. Es ist von der Natur der Sache, dass man Leben weitergibt und Freude und alles weitergibt. Nur selber behalten, das bringt nichts. Man muss es weitergeben können. Und das stelle ich mir total schwer vor, dass man bereit ist, als Mama sein Kind wegzugeben, weil man merkt, man ist selber nicht das Beste für das Kind. Und diese Liebe, die meine leibliche Mutter eigentlich gehabt hat, das habe ich immer gespürt, weil sie immer, wenn sie auf Besuch hier war, war sie immer so dankbar gegenüber der Annemarie, also gegenüber meiner Mutter. Und Jesus nos dice, basta de descartes, denles ustedes de comer. You see these children, they eat a lot. Whatever you give to them, they will just take it without any complaint. They eat whatever is given to them. Simple. I hope whatever we can contribute will help them to have a better future in education, discipline, and moral values. So everybody must do the homework, okay? I hope we can bring them to study until college. Tulugan po sa kanang bahay po. Binigyan din po ng mga damit, pinakain po. We don't know how to express how happy we are that we can have the orphanage now. Das ist die Babsi. Das ist meine Lieblingskuh. Ich bin glücklich, dass es so alt, dass wir eine große Familie sind und dass Alexa viele Tanten und Onkels hat. Everybody can help, and we need to be a professional to help others. Even when I hug them, I feel that I'm just sharing the love, you know, right? And before that, I don't have this type of feeling. When I have money, I'm not so happy. A lot of worries. But now, simple life, enough to eat, no worries at all. Yeah. Allen Eltern, die keine Kinder kriegen, kann ich nur empfehlen, macht euer Herz großzügig und weg von der künstlichen Befruchtung, weg, schenkt den Kindern ein Zuhause, die darauf warten. Los míos. No hay más remedio que vivir con un corazón más grande, pensando en todos, queriendo a todos, sabiendo sacrificarse por todos.